Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Executioner, dem dritten und letzten DLC von The Evil Within, bla 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 bla, wieder mal dasselbe, jede Folge, ist klar. In der letzten Folge haben wir nochmal ordentlich gefarmt, jetzt gucken wir hinter diese Tür und suchen den Soldaten. Mal gucken, was das für einer ist. Ja, der letzte Boss, den wir besiegt haben, war ja Joseph, den ich nach wie vor für einen totalen Vollidioten halte, aber mich fragt ja keiner. Oh, finde es gerade irgendwie alles nicht so cool. Gibt's hier irgendwas zu holen? Hier sind Kisten. Kiste. Was? Oh, nehmen. Tagebuch der Tochter 10. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Namen meiner Eltern fallen mir nicht mehr ein. Das passiert mir jetzt schon zum 5. Mal. Ich kann einfach nicht fassen, dass ich so etwas vergesse. Ich sollte es mir auf meinen Arm tätowieren oder so. Tja, da gibt's nur einen Haken, Mädel. Wie soll es das dir auf den Arm tätowieren lassen, wenn sie dir sowieso nicht einfallen? Na, also, im Moment ist das eine blöde Idee. Wie heißen denn deine Eltern? Weiß ich nicht. Oh je, meine. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Aha, mit Bravour gemeistert diesen übelst fordernden Parcours. Aber ich darf mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Oh. So einfach geht das. Das ist ja lustig. So, kurz gucken, was gibt's hier? Gar nichts. Ah, geil. Achso, ist noch irgendwelches Geschmodder. Ah ja. Wie ich natürlich jetzt da ohne weiteres hinkomme, kannst du mir wahrscheinlich nicht verraten, werte Tochter. Bewegt sich hier irgendwas? Oh ja, es bewegt sich was. Okay, ich habe eine Idee. Na, ah, blöde Idee! Ganz blöde Idee! Ja toll, jetzt habe ich Schaden gekommen und irgendwie... Uah, ist es da! Da ist ein Schalter! Toll. Den habe ich natürlich erstmal nicht gesehen. Alter, tut das weh! Hey Doktor, erinnern Sie sich an meinen Vater? Geil, die Notizen werden immer heftiger. So, da geht's zum Boss. Gott sei Dank liegt hier ein Medikit. Wenigstens das. Und dann gehen wir rein. Werter Herr Soldat. Ja. Ich sollte das Ding nehmen und nicht draufhauen. Transkription, Subjekt CW205, Soldat. Hier ist es wie im Traum. Ich werde hier irgendwie nicht müde. Ich könnte immer weiter kämpfen. Diese grunzenden Dinger sind dumm, aber die geben nicht auf, wenn ich sie beherrschen könnte. Diese wandelnden Toten machen mich langsam krank. Ich mache einen nach dem anderen platt, aber es kommen immer mehr. Irgendjemand beobachtet mich. Du wirst mich nicht kriegen. Ich kann hier tun, was ich will. Ich bin ein raketenschleudernder Irrer. Solche Leute mag ich, wie Trevor bei GTA. Kommt schon, ihr Arschlöcher! Ich scheiß euch mit Kugeln und Raketen zu! Yo! Willkommen in Amerika! ja. Mir ist, als hätte ich einen Eiszapfen im Kopf. Das nennt man Hirnfrost. Sie versuchen, meine Gedanken zu kontrollieren. Ich bin keiner von euch. Ihr werdet mich niemals kriegen. ja. Okay. Netter Kerl. Und weiter. Eliminiere... Was? Den Panzerfaust-Sadisten? Was zum... Kuckuck! Warte, das ist einfach mal derselbe Raum wie gegen... Boah, sind die kreativ. Ah! Der heißt nicht nur so, der ist auch so und hat auch das, was ich... Oh je, meine. Ah!
Jo, Kopf einziehen, ne? Fire in the hole, need backup und so. Lass mich in Ruhe. Warte. Bitte! Nein! Aua! Oh, scheiße! Das war jetzt die Kombo des Todes am Arsch, Junge. Nein! Oh, blöde Idee! Bleib jetzt! Der wird doch nicht schießen jetzt! Bleibst du wohl hier! Stirb doch! Wieso stirbst du nicht? Oh, shit! Aua, wieder erwischt. Boah, es ist ein Drecksboss. Puh. Was, Leertaste nehmen? Was soll ich nehmen? Ah, Medikin, cool, nehme ich, ja. Heilige Macaroni. Oh je. Und da sind die Hampelmänner auch immer noch im Weg. Geil, danke. Bleibst du stehen. Du Verrückter. Raketenwerfender Penner Typ. Nein! Das hat er nicht ernsthaft gemacht. Ist der verrückt? Naja, hat er ja gesagt. Aua! Ey, das ist aber echt voll unkorrekt. Oh, er tut schon wieder. Nein! Vor allem, wie das Geländer mir einfach Deckung gibt. Ich finde das total geil, aber macht keinen Sinn irgendwie. Ja, Alter. Na! Von wegen. Vor allem durchs Geländer durch. Wollt ihr nie verarschen? Alter! Voll in die Fresse. Ach du Scheiße. Stopp! Stopp! Die Gott hat die Kettensäge rausgeholt, das ist ja wahnsinnig. Wo hat er denn die her? Die war doch da gar nirgends. Die darf der nicht haben. So, tot. Autschi, Bautschi. Raketenwerfer jetzt zum Kauf verfügbar. Okay. Was ist das denn jetzt? Vor allem... Kriege ich jetzt hier nochmal irgendwo ein Medikit vielleicht? Das ist übelst scheiße so. Vor allem auch übelst kurz und so. Boss kam schon vorbei und so. Okay, wir wechseln den Schauplatz, taktischer Rückzug. Ich glaube, wir gehen einfach gleich weiter. Dann könnte das schon das Finale Grande sein oder das Grande Finale oder... wir verrecken hier aber nicht, das könnte auch passieren. Wo geht's denn hier nochmal raus? Hallo? Ach ja, hier durch diese unscheinbare, nichtssagende Tür. So, Notiz holen. Möbius-Direktive 06. Eliminieren Sie Testsubjekt CB210. Der Einfluss des Soldatensubjekts wurde negiert. Wir haben außerdem den Aufenthaltsort Ihrer Tochter und Ihres nächsten Ziels ausgemacht. Ach, und Ihr nächstes Ziel ausgemacht. Ja, okay. Kommt das gleich raus. Grammatikalisch halt ein bisschen anders. Egal. Die Kontrolle des Stem über ihre Tochter hat sich dramatisch beschleunigt. Sobald der Stem sie vollständig kontrolliert, kann sie nicht mehr gerettet werden. Sie müssen den Psychiatriepatienten CB210 finden und eliminieren. Ergänzende Informationen. Es ist unklar, ob die plötzliche Zunahme der Kontrolle durch den Stem durch CB210 oder ein Artefakt der Ruvik-Entität hervorgerufen wird. Es gibt Indizien für seine Präsenz, aber bisher konnten sie nicht verifiziert werden.
werden Daten des Rubik-Zwischenfalls analysiert. Ne, Knoten in der Zunge läuft. Werden Daten des Rubik-Zwischenfalls analysieren, um die Annahme zu bestätigen, dass eine Reduzierung der Testsubjekte uns dem Kern näher bringt. Der Gedächtnisverlust des Mädchens kann nicht verhindert werden. Aber wir formulieren eine neue Hypothese unter Berücksichtigung der aktuellsten Entwicklungen. Die Übertragung ist im Keller des Anwesens schwieriger. Es sind noch 2 Ziele übrig, aber wir empfangen keine genauen Daten. 2 Ziele, okay? Also kommen noch 2 Bosse, oder wie ist das zu verstehen? Achso, Raketenwerfer kaufen könnte ich mir vielleicht noch irgendwie, weil es cool und so, weil eben Raketenwerfer und so. Moment! Ich prüfe dieses. Alter, fast 200 Münzen. Nicht schlecht. Noch nicht erhältlich, okay. Wo ist er? Wo ist er denn? Da. Ist er ja. Gegen große Gegner wirkungsvoll. Finde ich geil. Toll, mir fehlen 3 Münzen. Ist das euer Ernst? Ganz großes Fu. So, dann speichern wir erstmal. Und gehen dann schätzungsweise direkt weiter, weil bei was können. Ich will ja jetzt nicht mehr in den Farmraum. Auch wenn es sehr verleitet wegen 3 Münzen, aber nein. Da rein. So, was gibt's hier? Irgendwas zum Nehmen, ja, nehme ich. Tagebuch der Tochter 12. Das Zittern hört nicht auf. Ich kann mich nicht an Vaters Gesicht erinnern. Ich vergesse langsam, wer ich bin. Hier sind überall diese Monster. Irgendwie ist es mir langsam egal, ob sie mich erwischen. Aber vorher will ich Vater wenigstens noch ein letztes Mal sehen. Ich hoffe, sie hat die Namen mittlerweile eintätowiert. Oh. Da lag ja ein Toter, der ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut, hier liegen so viele Tote. Was? Achso, teleportieren wieder. Wird mal wieder kurz an der Optik ein bisschen geschraubt. Schon eklig, ne? So. Aber Tresorkopftyp. Ah. Cool, der rotzt die Tür voll. Oder der musste draußen stehen. Was? Nun sich. Im Ernst jetzt, die auch noch. Ja, wie entdecke ich den jetzt? Ich sehe überhaupt nichts. Ach, da. Halt! Bleibst du stehen, du kleiner Schlingel. Hab dich. So. Und tschüss. Danke fürs Gespräch. Und da ist schon der Bossraum. Glaube ich. Leertaste nehmen. Das da ist dann wohl ein Medikit. Hä? Was macht denn da schon wieder Krawall? Ach, die Münze! Hieb! Und das Ding? So, und jetzt haben wir die 3 Münzen, glaube ich, die ich wollte. Könnte das möglich sein? Theoretisch. Aber dann... Muss ja so sein, hallo? Oh, mach mal hin, ey. Geht das ein bisschen schneller? Guckt euch mal was bei Assassin's Creed ab. Guillotine, Kopf ab. Geht viel schneller. Als hier lang reißen, ey. Was sind das für primitive Methoden? Sieht schon eklig aus, ne? Wollte ich nur mal so am Rande erwähnen. So, können wir den jetzt gleich auf Maximum aufrüsten oder was? Wehe, das ist nicht verfügbar jetzt. Das hätten sie mir dann auch vorher schon sagen können. Wehe. Nö, geht. Ach, es geht noch eine Stufe höher. Ach. Ah ja. Klar, wir haben es ja.
So, und wieder zurück. Hier durch. Dann da lang und da rum. Und dann teleportieren. Also die ganze Show nochmal. Aber wer könnte der Psychiatriepatient sein? Also eigentlich würde mir spontan laut Beschreibung nur Leslie einfallen. Aber ich glaube kaum, dass wir hier Leslie verkloppen müssen, oder? Wäre ja voll doof, weil Leslie ist eigentlich voll korrekt und so. Abgesehen davon, dass er eine Macke hat. Aber wer hat die nicht? Ich bin voll normal. Transkription, Subjekt CB 210, Psychiatriepatient, Vereinigung. Sie beobachten uns von außen, machen ihre Notizen, Übertragung empfangen. Hinter dem Hirnstamm liegt die Perfektion von Vergangenheit und Gegenwart. Du hast es gedacht und ich habe es gehört. Wir haben uns die Gedanken genommen. Neue Knochen und Muskeln. So viele verschiedene, immer die gleichen Gedanken, pulsierend wie ein Hirnradar. Sie sind von mir. Sie sind in mir. Aber er nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dazu möchte ich eigentlich nichts sagen. Die Schlange behält ihre Form, aber sie bleibt drinnen. Sie bindet meine Träume. Kein Entkommen, nur Verlangen. Ewige Leere. Alles wird eins, in Form und Funktion. Wir vereinen uns. Wir alle sind das neue Wesen. Abscheulich und doch wunderschön. Ich glaube, er hat meine Seele eingenommen. Ich habe sie sowieso nicht gebraucht. Ich bin sein Schleier. Was? Eliminieren Sie das Amalgam Alpha? Warte mal, viele in einem? Könnte das eventuell unser Parkplatzmonster sein? Ah, verdammt, wieso wusste ich das einfach? Wieso? Ja, es ist es. Das ist unser allerbester Freund. Okay. Schmeiß her. Komm, du Pisser. Haha, damit hast du nicht gerechnet, hä? Ey, das ist voll cool. Oh, das ist nicht so cool. Wieso geht der nicht übers Auto drüber, weil das ist ja doof oder was? Aua, 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 aua. Das ist doch blöd. Das tut doch weh. Mach doch sowas nicht. Komm, mach's normal. Nein, mach zu langsam. Scheiße, Dreck. Krieg mal hin. Nein, zu spät. Ist kaputt. Na komm. Scheiße, war zu langsam. Aua. Toll, jetzt lief das beim ersten Auto so gut und jetzt so scheiße. Wieder verfehlt, Alter. Aber hier könnte der Raketenwerfer vielleicht noch lustig werden. Hehe, erwischt, du Schlingel. Na, ein bisschen zurück. Vielleicht mal hier gehen, weil da stehen auch noch ein paar Autos, die verprügelt werden möchten. Oh shit, das war nix. Toll, Auto kaputt. Wieder ein Auto, das sinnlos sterben musste. Ah cool, die Autos, die spawnen. Das ist schon mal gut. Na komm, du Hampelmann. Hier bin ich. Magst du dich das Auto schmeißen? Ja, magst du. Hihi, getroffen. Okay, jetzt leg sie weg. Ah, die Kiste nehmen wir mit. Hätte ja klappen können. Na komm. Schmeiß doch, schmeiß doch. Gott, der ist ja einfach. Also noch. Komm. Mach's nochmal, mach's nochmal. Mach's nochmal. Genau. Okay, der ist wirklich nicht so schwer, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, dann testen wir mal unseren Raketenwerfer. Achtung!
Okay, das war jetzt scheiße. Aber er stirbt jetzt trotzdem. Geile Scheiße. Der war einfach. Der war übelst einfach. Ich halte fest, bisher das Schwerste war immer noch quasi. Oh, höchster Rang für Waffenschaden. Jetzt verfügbar. Für nur 100 Gold zum Freundschaftspreis. Das klingt nicht nach einem Freundschaftspreis. Ich weiß, wir sind aber auch keine Freunde. Ja. Suche deine Tochter. Vielleicht habe ich gar keine Tochter. Und vielleicht ist es auch gar nicht die Tochter, sondern Manuel Neuer. Sorry, ich wollte auch mal Manuel Neuer Witz bringen. Das machen alle. Wieso sollte ich das nicht auch dürfen? Lasst mich. Ich möchte das. So, speichern. Zwei Subjekte übrig, hat's geheißen. Sprich, jetzt kommt das letzte. Das heißt aber auch jetzt nicht, sondern morgen. Folge wird erstmal beendet. Da vorne geht's weiter, hat sich wieder ein Gang geöffnet. Und da ich nicht glaube, dass noch eine Verlagerung großartig gibt, wird es dann der Finalkampf kommen. Interessantes Gameplay, muss ich ehrlich mal sagen. Also ich finde es lustig, unterhaltsam. Es ist natürlich absolut nichts mehr von diesem Horrorfaktor übrig, der das Spiel einmal geprägt hat, aber... Who cares? Sinnloses Gemetzel! Woo! Springfield! Naja, okay. Für heute war es das auf alle Fälle. Danke fürs Zusehen, Freunde. Würde mich natürlich über Kommentare freuen. Und dann, denke ich mal, geht's morgen ans Finale. Wenn ihr keinen Bock habt zu kommentieren, wenigstens Däumchen hoch. Ja, es ist traurig, dass man das immer wieder sagen muss, aber es ist halt, ja... Hat sich bewiesen, dass genau das hilft, weil vieles halt, wenn auch unabsichtlich, ich will niemandem was unterstellen, aber man vergisst das halt ganz schnell mal. Deswegen immer wieder die freundliche Erinnerung von mir, das zu tun. Ja, gut, genug gefaselt, macht's gut, bis morgen und tschüss.